Papst Franziskus ist spontan, das hat er schon mehrfach eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Pater Sievernich hat diese Spontanität auch zu spüren bekommen, als er erst knapp 2 Wochen vor Start der Synode erfahren hat, dass er bei dieser als Experte dabei sein darf. Ich habe ihn nun während der Synode getroffen und mit ihm über seine Erfahrungen gesprochen. Pater Sievernich, wie überrascht waren Sie, als Sie doch sehr kurzfristig die Einladung hier zur Synode bekommen haben? Ich war sehr überrascht und sehr erfreut, diese ehrenvolle Einladung hier zu haben und habe meine Dinge organisiert und bin gleich zur Synode gefahren, habe hier mit großem Interesse, also zum ersten Mal das Ereignis einer Synode erlebt mit so vielen Bischöfen, mit einem Eindruck von der Weltkirche, mit einem Papst, der bei den Plenarsitzungen dabei sitzt und gut zuhört. Das war also für mich eine Überraschung und auch eine Freude. Und ich denke auch, dass die Synode eine fruchtbare Beratung gehabt hat und auch haben wird. Jetzt sind Sie als Experte hier und auch an den Beratungen beteiligt. An welcher Stelle, wie können Sie hier Ihre Expertise einbringen? Ich bin als Experte berufen, und zwar der deutschsprachigen Gruppe zugeordnet. Das heißt, es sind nicht nur Deutsche drin, sondern Personen, die Deutsch sprechen. Darunter haben wir den Patriarchen von Damaskus in unserer Gruppe und natürlich auch Kardinäle wie Kardinal Marx oder Kardinal Müller oder Kardinal Kasper. Also es ist eine theologisch schwergewichtige Gruppe und die Ergebnisse unserer gruppalen Beratungen sind auch schon in die Synodenergebnisse bis jetzt jedenfalls eingegangen. Wenn wir, Sie sprechen die Beratung an und auch die theologischen Schwergewichte, wenn Sie von 1 bis 10 und 10 ist extrem schwierig, wie würden Sie, auf welcher Skala würden Sie die Beratung einordnen? Wie schwierig war es? Die Beratungen sind in vielen Punkten einmütig, sprechen viele wichtige Themen an. Natürlich gibt es auch darunter kontroverse Themen, aber es gibt auch neue Themen, neue Formulierungen. Also ich finde, es ist ein sehr, ich sage einmal, kollegialer Stil, auch eine Umgangsformen mit Respekt. Also ich finde es eine sehr gute Atmosphäre in dieser Arbeitsgruppe. Sie kennen Papst Franziskus jetzt schon seit 1986. Er ist genauso Jesuit wie Sie. Was würden Sie sagen, inwieweit prägt die jesuitische Arbeits- und Denkweise diese Synode? Also ich denke, dass der Papst in seinem Wirken sehr ignatianisch von der Spiritualität her geprägt ist, aber auch ebenso jesuitisch. Das kann man an einigen Prinzipien feststellen, die er immer ins Spiel bringt. Eines dieser Prinzipien ist zum Beispiel die Unterscheidung der Geister, die auf der Synode tatsächlich ein bestimmendes Prinzip ist. Wie muss man die heutige Situation im Licht des Evangeliums die Geister unterscheiden, die Zeichen der Zeit deuten? Das ist für ihn ein ganz wichtiges Prinzip. Dazu kommt ein weiteres Prinzip, zum Beispiel die Unterscheidung von Beratung und Entscheidung. Das ist für ihn auch. Eine lange Beratung muss sein, aber dann auch eine klare und kurze Entscheidung. Sie sprechen die Entscheidung an. Da wurde jetzt auch schon viel spekuliert. Wird Papst Franziskus wirklich eine Entscheidung treffen und wie sieht die aus? Wird das Dokument veröffentlicht werden oder nicht? Wie sind Sie da, wie optimistisch sind Sie, dass da am Ende was wirklich rauskommt bei dieser Synode? Ich kenne die deutsche Skepsis, ob überhaupt was dabei herauskommt. Das kann man hier in den Zeitungen lesen. Aber ich finde, man sollte nicht zu früh über diese Dinge sprechen. Wir werden am Ende der Woche wissen, was die Synode entscheidet und mit welchen Mehrheiten sie was entscheidet. Und alles ist ja auch abhängig vom Votum des Papstes, das dazukommen muss, die Approbation. Und ich denke, dass es bisher jedenfalls nach meiner Beobachtung ein sehr guter, in manchen Punkten auch kontroverser Prozess gewesen ist. Und ich denke, dass es auch zu einem guten Abschluss kommen wird und bei der Papst natürlich seine Entscheidung auch fällen wird. Ein Mitbruder von Ihnen hat einmal auf die in Deutschland häufig geäußerte Kritik geäußert, man muss diesen Prozess hier durchlaufen, um auch die Denkweise von Papst Franziskus zu verstehen. Sehen Sie das auch so?
Das sehe ich ähnlich, würde es allerdings noch etwas erweitern. Man muss nicht nur den Papst sehen und man darf sich auch bei einer Synode nicht nur auf den Papst fixieren, sondern man muss also die Gesamtheit der hier versammelten internationalen Bischöfe sehen, die aus allen Sprachen und Kulturen kommen und ihre Perspektiven, ihre Aspekte einbringen. Das alles gehört zur Synode, dazu gehören die ökumenischen Beobachter, dazu gehören aber auch die Laien, die über die Familiensituation in den verschiedenen Kulturen ihre Zeugnisse ablegen. All das gehört zur Synode. Pater Sievernich, herzlichen Dank für dieses Interview und Ihre Einschätzung. Für Ihre weiteren Beratungen wünsche ich Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön.